könnte ich gerade eine Pause machen, es ist viel zu spannend. Weiter geht's mit Kingdoms of Amalur hier und jetzt müssen wir uns um das Riesenaugenvieh kümmern. Aber vorher werde ich auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Trank nehmen und bin froh, dass wir da noch ein bisschen was gefunden haben. Meisterhafter Heiltrank, gibt es nicht auch normale? Genau, so ein normaler reicht mir. Können wir irgendwas noch zwischendurch austauschen, was noch besser ist oder so? Weil unsere Sachen gehen langsam Schrott. Tja. Solange wie sie halten, halten sie. 5%, das kann weg. Das geht eh nicht. Da haben wir Fassungen drin. Die haben wir gerade an, dann lassen wir die auch mal an. Die können auch weg. Okay, dann mal ein bisschen Überblick hier zwischendurch. Ja, nee, ist... Ich komme nicht drum rum. Wir werden jetzt schön kämpfen müssen und ich habe keine Ahnung. Was kann ich machen? Ach, das Ding kommt näher ran. Mal drauf. Und was nehmen. Erwischt. Ja, ran, du Klops. Keine Schicksalspower mal so nebenbei, während ich hier Klopsi mache. Ich nehme mal wieder was. Ich hab ihn doch fast gehabt. Scheißendreck. Scheißendreck. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, hätte ich mal aufgepasst, weil am Ende zackelt er da vor sich hin und das war vorher nicht so. Dann müssen wir das nochmal machen. Leider, tut mir leid. Aber jetzt habe ich wenigstens ein bisschen den Weg aus. Warum ist sie jetzt direkt gestorben? Scheiße. Normal. Blöd gelaufen.
Boah, ich kann nicht mehr, es ist so spannend. Warte, ah, ich weiß warum. Meine Energie ist ja schon fast im Eimer. Ich muss mal was nehmen, sonst halte ich das nicht aus. Und mein Schild ist, glaube ich, auch nicht gut genug. Also eigentlich bin ich gar nicht gut genug hier für die ganze Sache. Aber wir kriegen das dafür, finde ich, ja doch ganz gut hin. Voll durch die... Nein! Dumme, bin ich da voll reingerollt. Das war nicht so schlau. Oh, das war gut. Aber wir haben nicht mehr... Oder doch, eigentlich müssen wir sogar noch genug Sachen haben. Warte. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Warte. Warte. Hier deine Konsumdinger und die packst du bitte mal. Kannst du die nicht mal irgendwie ins Gegenstandsrad packen? Genau. Hier bitte mal einmal rein. Die brauchen wir nämlich jetzt mal. Und die auch. Das Gegenstandsrad. So. Wunderbar. Und davon nimmst du bitte jetzt einmal ein. Ah, ich muss hier mit dem Ding da so schwierig hin. Ja, ich hab ihn!
mich veräppeln? Leertaste? Ich habe keine Leertaste. Ich habe die X jetzt einfach mal. A gedrückt in meinem Fall. Oh mein Gott, ich habe die Schlacht gewonnen. Ich fass es nicht. Boah, das ist ja der Hammer. Der Hammer, dass ich das geschafft habe. Die Tuata, sie sind fort! Ja! Ich kann es nicht glauben, dass sie nach 10 Jahren nun endlich fort sind. Melsentia ist frei. Wie hoch sind die Verluste? Es ist vorbei. Nach all diesen Jahren wurde die Belagerung endlich durchbrochen. Und wir sind noch am Leben. Den Göttern sei Dank, dass sie euch zu uns geschickt haben. Welch ein herrlicher Tag. Aber mir ist ein trauriges Gerücht zu Ohren gekommen. Ist es wirklich wahr? Ist die Lehrer gefallen? Ja. Die Lehrer hat ihr Leben für uns gegeben. Tila floh, ich war allein. Quatsch. Dann werden die Gerüchte über ihre Schmach nun endlich ein Ende haben. Letztlich hat sie alles für uns geopfert. Und die Welt wird davon erfahren. Wenn wir diese Mauern wieder aufgebaut haben, werden wir sie nach General Tilera benennen. Ihr Andenken wird so lange Bestand haben, wie die Welle erstrahlen. Aber sie wäre niemals hier gewesen, wenn ihr sie nicht zu uns gebracht hättet. Es ist nichts verglichen mit dem, was wir euch schulden. Aber ich hoffe, ihr nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Was ist jetzt? Bekomme ich keine Parade? Was ist jetzt? Nun machen wir uns an den Wiederaufbau. Das ist die Parade. Das Tor wird noch immer durch Trümmer der äußeren Mauern blockiert. Es wird einige Zeit dauern, bis wir es freigeräumt haben. Allerdings meint der Agat ohnehin, ihr hättet noch eine unerledigte Angelegenheit mit einem alten Freund in die Türe zu klären. Seid unbesorgt. Wir werden schon bald mit dem Feldzug in Chlorikon beginnen. Belagerungsbrecher, du hast den Kriegsverlauf entscheidend beeinflusst und den Escaro Balor bezwungen. Deine Tapferkeit und dein Heldenmut werden noch viele Generationen lang besungen werden. Das ist toll. Wie kann ich euch helfen? Ich bin auch total stolz auf mich. Echt jetzt, ich hätte es echt nicht gedacht, dass wir so weit schon sind, dass wir so eine Schlacht gewinnen können. Ich dachte jetzt, da muss... Lyria lächelt auf uns herab. Ich dachte jetzt echt, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Und ich hier mit meinen Tränken so, oh, da noch und dahin und das muss da rein noch und für den Fall das. Willkommen im Krieg. Du, den Krieg, den hab ich gerade hier für euch, ne? Agat, sag mal hey, was. Kleine. Hey, Agat. Wenigstens einer, der mich kennt. Sag mal, wie war ich, hm? Wer auch immer Alin Shir sein mag, ich glaube nicht, dass sie unsere Feindin ist. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie die Möglichkeit dazu gehabt, solange wir geschwächt waren. Aber sie bedeutet dennoch Ärger. Sie erinnert mich an eine Dunkelelbin, die mich mal halbnackt an einem Bergest gefesselt zurückgelassen hat. Ach, das waren noch Zeiten. Schön. Okay. Ja, Schicksal. Können wir ändern bei ihm, stimmt. Ja, na klar haben wir einen Stufenaufstieg. Sag mal, Ellen, was sagst du? Ihr überrascht mich immer wieder. Ja, mach ich gerne, du. Aber irgendwie sagt gar keiner was, ne? Nyralim ist das älteste sterbliche Wesen dieser Welt. Er erinnert sich sogar noch an eine Zeit, bevor die Feien diese Länder ihre Heimat nannten. Ihr solltet sehen, wie sie ihn verehren. Er gewährt Besuchern nur selten eine Audienz. Jene, die ihn pflegen, sagen, er kenne die Zukunft ebenso gut wie die Vergangenheit. Und aus diesem Grund ist er äußerst wählerisch, was seine Worte betrifft. Ich habe mich gerade voll erschrocken, dass das im Hintergrund hinter mir gerade geblitzt hat. Und ihr wisst ja vielleicht, dass ich hier gerade keine Vorhänge habe. Boah, ich habe mich echt erschrocken. Ich dachte, dass jetzt so ein Bekloppter da hinten vom Fenster aus so ein Blitz jetzt durchmacht durchs Fenster und mich erschreckt, während ich hier am Sitz. Aber nein, es war ein Blitz, ein Donnerschlag. Es fängt an zu gewittern. Macht euch auf den Weg. Gott, ich bin erschrocken jetzt hier. Wird das auf einmal so hell? ja, Stufenaufstieg. Darum kümmere ich mich jetzt mal erstmal. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwas wollte ich als nächstes machen. Wollte ich Schmieden machen oder so? Weiß es gar nicht. So sieht der Stand jedenfalls der Dinge gerade aus.
Schlösserkunde handeln ist jetzt nicht so wichtig für mich, Überzeugung auch nicht. Gemmenschleifen finde ich immer gar nicht schlecht, da kann man dann ein bisschen mehr noch sogar draus machen. Auch für die Rüstungen und Pipapo. Schmiedekunst finde ich auch mittlerweile gar nicht so unwichtig. Erhöht die Effektivität von Reparaturkits auch zum Beispiel sehr gut. Und Alchemie, da kann man natürlich bessere Tränke dann auch mal machen. Aber ich nehme jetzt tatsächlich mal einen auf Schmiedekunst. Dann habe ich die alle voll. Und das finde ich gut. So, jetzt fängt es auch im Hintergrund an zu plättern. Alles klar, es fängt an zu gewittern. Sag mir das doch mal eine. Oh, ich bin immer noch ganz nervös. Ich habe jetzt, wie gesagt, 3 Parts am Stück gespielt mit dieser Schlacht. Und dass das jetzt so gut endet, hätte ich nicht gedacht. Echt nicht. Also, ich jetzt. Guck mal, so sieht es jetzt aus hier. So eine Giftbombe können wir sogar machen. Ich habe hier aber noch diese Nebelwand. Die benutze ich die eigentlich manchmal. Zwischendurch weiß man nicht, was ist, was ich eigentlich benutze. Da Verstohlenheit finde ich gut. Also hier setze ich auf jeden Fall immer einen rein, damit das mit den Pfeilen immer richtig schön abgeht. Dann können wir hier mal so eine Achso, hier müssen wir dann erstmal einen einsetzen. Dann will ich auf die Chakrams aber auf jeden Fall noch. Das mache ich ja auch immer. Schön auf die Chakrams drauf. 3 von 6 machen wir immer. 4 von 6, das kann ja nicht schaden. Und was haben wir dann noch Feines? Was haben wir hier noch? Schutzbarriere, keine Ahnung, wie das geht, habe ich noch gar nicht benutzt. Hier, ein Schild. Ach, wir haben gar keine Punkte mehr. Ja gut, dann bestätige ich. Alles klar. Ich bin übrigens Waldläufer, habe ich auch vergessen mal zu erwähnen. Bin genau das, was ich mal ursprünglich sein wollte, bin ich dazu geworden, dadurch, dass ich ja die Punkte damals nochmal neu gesetzt habe. Und das freut mich halt total. Ich bleibe also beim Waldläufer. So, dann haben wir hier natürlich unser Inventar. Das können wir nochmal durchforsten, aber Hallo. Na, wollen wir mal an deine unzerstörbaren Sachen ran? Das merkst du auch gar nicht, wenn ich die hier rausnehme, ne? Ich habe keinen Quest aktiviert. Ihr habt vollkommen recht, ich habe keinen Quest aktiviert, weil wir das ja geschafft haben. Das ist doch der Hammer. Ich würde sagen, das nächste Mal nehmen wir uns mal die Maid vor. Das mache ich auf jeden Fall. Und wenn das Plättern jetzt nicht mit auf die Aufnahme kommt, dann weiß ich auch nicht, weil es regnet richtig doll. Es war auch ganz schön warm im Moment die Tage. Und wenn es dann gewittert, haut es natürlich immer erst recht rein. Ich würde sagen, Maid, dann den Freund. Obwohl, irgendwann müssen wir einen Hauptquest nochmal wieder kriegen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass... Ja, ich... Nee, wir machen das mal so. Ein alter Freund, das lassen wir uns mal vor, bevor ich jetzt noch da in diese Gegend gehe. Wir wissen ja, dass das, da wir das schon mal einmal ausprobiert hatten mit dem Freund, dass das diese, ich sag jetzt mal, Mordor-Gegend ist. Und da würde ich jetzt noch nicht hingehen wollen, sondern mich dann tatsächlich erstmal um diese ganzen Nebenquests mit euch kümmern. Manche dieser Nebenquests gehen immer ja ganz schnell. Da kann man vielleicht auch 1, 2 in einem Part schaffen. Und manche, da gehen wir auch in eine Höhle rein, dann dauert das wieder ein bisschen länger. Aber hier gibt es ganz viel, was euch bestimmt auch interessiert. Und wie gesagt, auch Quests, die wir dann auch noch in der anderen Gegend machen können. Hier, wie war das? Hier in den Gärten hatte ich geplant. Genau, so war das. Ja. Ich würde sagen, wir hauen hier einfach mal wieder ab, obwohl ich... ja. Hallo. Weiß auch nicht. Also, weiß ich nicht. Die sind jetzt alle hier gerettet. Denen geht's allen gut anscheinend. Die machen auch schon wieder Liegestütze. Als der große Niskaro kam, glaubte ich, wir wären... Ja, das habe ich auch gedacht, als der Niskaro kam, du. Da dachte ich auch manchmal an manchen Stellen, jetzt, das war's. Dann würde ich sagen, reisen wir doch einfach mal wieder zurück. Das nächste Schiff reist nach Rathir. Genau, bring mich nach Rathir. Nach Rathir. So, los geht's. Wieder zurück und dann, Die Heldin von Mel Senshi. Ja! Besingt mich! Ich bin's! Oh, haltet euch gerade und seht euch in die Augen. Hier? Ihr werdet dort Dinge sehen. Ich bin es, eure Heldin. Was ist hier? Stadtwache, okay. Gut, ich glaube, wir können hier wieder Schnellreise machen. Schnellreise, Schnellreise, Schnellreise. Und dann Gärten von Ysa. Da würde ich dann nochmal mit euch hingehen, an einen Punkt zurück, wo wir ja hingekommen waren. Obwohl, warte mal, wir haben 19 Minuten. Ich erinnere mich, ich weiß, ich springe gerade ein bisschen wirrig hin und her. Es gibt irgendwo einen Nebenquest, der nicht mal in Ysa ist, sondern noch weiter zurück. Irgendwas hatte ich hier. Stab und Pfähle. Whisky, Blatt, Tirin, rufen wir schon mal irgendwo ein Gefangener.
Glockenbogen der Flucht hat sie damals für nämlich gebeten. Diese Ritual, Amulette. Kümmern wir uns mal um die Amulette. Was soll das? Ich nehme jetzt mal irgendeinen hier. Soll mich um die Amulette kümmern. Da soll ich dafür hier hingehen. Moment, ich lese es euch sofort nochmal vor. Warum nicht zwischendurch auch nochmal hier. Wen darf ich töten? Euch. Hallo, ich habe gerade eine Schlacht gewonnen. Ihr macht mir jetzt alle gar keine Angst mehr. Oi, oi, oi. So, also irgendwelche Skelette. Dann, was hat er hier bei sich? Gold. Ich lese vor, Moment. Das Erbe der Familie Ast. Ich habe die Amulette von Bodan und Herik Asta gefunden. Laut der Notiz, die ich gefunden hatte, muss ich die beiden Amulette nun zum Grab ihres Vaters Enton Asta bringen und sie miteinander verbinden. Dadurch erhalte ich den Schlüssel, der mich zum Erbe der Familie Asta führen wird. Also was ganz Einfaches. Die Amulette hatte ich an zwei verschiedenen Stellen mal gefunden gehabt und trotzdem so was, so ein einfacher Schnickschnack jetzt nochmal am Ende des Parts und wieder ist dann was geschafft, ne? So macht man das. So. Kann ja nicht schaden. So, hier soll ich hin. Da soll ich die Amulette verbinden, wenn ich die erledigt habe. Alles klar. Die goldene Mitte nehme ich mir vor. So. Darf ich jetzt? Darf ich? Ja? Ich darf. Nee, eigentlich wollte ich nicht an den Baumstamm. Schadensverstärkung. Ich habe auch gar keine Tränke benutzt gehabt, merke ich gerade. So, was ist jetzt hier mit dem Stein hier? Da. Die Amulette in deiner Hand pulsieren vor alter Magie. Dann sind sie plötzlich verschwunden und an ihrer Stelle befindet sich ein Schlüssel, der in ein kleines Stück Papier gewickelt ist, in eine Karte von Talarane. Mithilfe dieser Karte können die Truhen der Astas aufgespürt werden. Ja, jetzt darf ich noch die Truhen finden. Das ist ja toll. Das ist ja wieder so eine Aufgabe für mich offline eigentlich, ne? Was soll denn das jetzt? Ich dachte, ich darf jetzt hier das Truhen finden. Super. Karte bitte. Kriege ich die nicht hier? Und muss ich die selber suchen? Echt jetzt? Das ist nicht euer Ernst, dass ich hier die Karten... selbst offline habe ich da keinen Bock zu. So, wir irgendwelche Schatztruhen oder... Egal was, oder... Das hatten wir ja schon. Wie da... Hä? Sterndistel. Wie darf ich das verstehen? Ist hier auch nur wieder ein Versteck? Ja, ne? Ja, ist alles voll. Tut mir leid. Wo sind denn jetzt die ganzen Truhen? Na, das klappt ja toll mit dem Questlösen. Naja, ich muss Truhen suchen und weitere Nebenquests gibt's im nächsten Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Und jetzt darf ich auch mal stolz auf mich sein, denn ich habe hier was ganz Tolles, Hauptquestmäßiges, ganz allein geschafft. Bis dann.